Herzlichen Dank für dieses Zeichen der Wertschätzung. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Ich darf mich noch bedanken beim Bläsertrio, bestehend aus Gergő Rax, Valentin Kovacsics und Bondant Springs. Besten Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, werte Festgäste, ich darf Sie sehr herzlich zur Inaugurationsfeier begrüßen. Danke, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Diese Inaugurationsfeier wird natürlich auch eine offizielle Begrüßung haben, einen offiziellen Anfang haben. Und für diesen offiziellen Part bitte ich die Vorsitzende des Hochschulrats der Pädagogischen Hochschule Steiermark, Christine Marek, ans Rednerpult. Bitte empfangen Sie sie mit einem Applaus. Einen wunderschönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Die Sonne scheint für uns. Was Schöneres kann es sein an diesem feierlichen, zu diesem feierlichen Anlass? Ich darf Sie alle auf das Herzlichste willkommen heißen. Einige Ehrengäste und Persönlichkeiten darf ich auch namentlich ganz, ganz herzlich begrüßen. Und an der Spitze der Ehrengäste darf ich ganz herzlich Herrn Bischof Magister Dr. Wilhelm Krautwaschl willkommen heißen. Ein ganz herzliches Willkommen Ihnen, Herr Bundesminister, sozusagen daheim bei diesem feierlichen Anlass. Herr Bundesminister, Universitätsprofessor Magister Dr. Martin Polaschek, herzlich willkommen. In Vertretung von Herrn Landeshauptmann Drechsler darf ich ganz, ganz herzlich, und ich freue mich besonders, dass wir uns hier auch wiedersehen, Frau Landesrätin Doktorin Juliane Bogner-Strauß begrüßen. Frau Landesrätin Magistra Barbara Aibinger-Miedl, auch dir ein ganz herzliches Willkommen. In Vertretung für Herrn Landeshauptmann Stellvertreter Lang darf ich den Herrn Landtagsabgeordneten Klaus Zenz ganz herzlich begrüßen. Und auch ihr ein ganz herzliches Willkommen, der Klubobfrau Landtagsabgeordnete Barbara Rinner. Herzlich willkommen. Und schließlich von Seiten der Politik darf ich auch in Vertretung für Frau Bürgermeisterin K. Gemeinderätin Mina Nagibi ganz herzlich begrüßen. Ein herzliches Grüß Gott der Bildungsdirektorin der Steiermark und meiner Kollegin im Hochschulrat, Frau Elisabeth Meixner, ganz, ganz herzlich willkommen. Und mit ihr natürlich alle Mitglieder der Bildungsdirektion Steiermark, mit denen eine wirklich ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule herrscht. Ich darf ganz herzlich den Präsidenten der Wirtschaftskammer Steiermark begrüßen, Herrn Josef Herk. Und natürlich unsere Sektionschefin aus dem Bildungsministerium, Frau Magistra Margareta Scheuringer. Ein herzliches Willkommen auch dir. Natürlich freuen wir uns immer sehr über eine positive Berichterstattung und auch durchaus viel Berichterstattung. Und daher darf ich stellvertretend für alle Vertreterinnen und Vertreter der Medien den Landesdirektor des ORF Steiermark, Gerhard Koch, begrüßen. Ein herzliches Willkommen. Und den Chefredakteur der Kleinen Zeitung, Herrn Magister Hubert Patterer. Bitte seien Sie uns gewogen. Ein herzliches Grüß Gott auch dem Vorsitzenden des Qualitätssicherungsrates, Herrn Universitätsprofessor Dr. Andreas Schnieder. Applaus
eine ganze Reihe von Rektorinnen und Rektoren sind heute auch hier bei uns. Sie haben sie ja beim Einzug auch schon gesehen. Ein herzliches Willkommen, Herrn Rektor Dr. Peter Riedler von der Universität Graz. Von der TU Graz, Herrn Dr. Harald Kainz. Von der MedUni Graz ist Herr Universitätsprofessor Dr. Helmut Samonik bei uns. Von der FH Campus 02 die Rektorin Magistra Christina Edlinger-Bloder. Der wissenschaftliche Geschäftsführer der FH Joanneum, Herr Universitätsprofessor Dr. Karl-Peter Pfeiffer. Von der PH Oberösterreich und gleichzeitig Vorsitzender der Rektorinnen- und Rektorenkonferenz der Pädagogischen Hochschulen, Herr Dr. Dr. Walter Vogel, ein herzliches Willkommen auch Ihnen. Und von der privaten Pädagogischen Hochschule Augustinum, mit der es wirklich ein ausgezeichnetes Einvernehmen und eine super Zusammenarbeit gibt, Frau Rektorin Dr. Andrea Seel. Herzlich willkommen. Von der PH Kärnten ist Herr Rektor Dr. Sven Fissler bei uns. Aus dem Burgenland Frau Rektorin Dr. Sabine Weiß. Von der PH Niederösterreich, Herr Rektor, Universitätsprofessor Dr. Erwin Rauscher. Aus Tirol, Frau Rektorin, Doktorin Regine Mattis. Und eine ganze Reihe weiterer Vertreterinnen und Vertreter, Vizerektorinnen, Vizerektoren der anderen pädagogischen Hochschulen in Österreich. Auch Ihnen ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu diesem feierlichen Anlass. Ein herzliches Willkommen ganz besonders dir, der scheidenden Rektorin, Frau Universitätsprofessorin Doktorin Elgrit Messner. Und natürlich, meine Damen und Herren, ganz besonders die Hauptpersonen des heutigen Nachmittags, unser neues Rektorat. Und ich freue mich sehr, Ihnen die drei Damen, vorstellen brauche ich sie nicht, aber sie begrüßen zu dürfen, unsere neue Rektorin, Universitätsprofessorin, Doktorin Beatrix Karl. Und unsere beiden Vizerektorinnen, Hochschulprofessorin Doktorin Regina Weintlaner. Und Frau Professorin Magistra Elisabeth Amtmann. Und ganz besonders wichtig bei einem solchen Anlass natürlich Ihre Familien, eure Familien, denen ein ganz, ganz besonders herzlicher Gruß gilt. Und last but not least möchte ich einen erweiterten Teil der Familie, so möchte ich es nennen, an der PH Steiermark begrüßen, nämlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Bereichen der Pädagogischen Hochschule und natürlich alle Studierenden, die hier im Raum, aber insbesondere auch über Livestream mit dabei sind. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen feierlichen Nachmittag bei diesem großartigen Anlass.
Herzlichen Dank, Christine Marek, für die Begrüßung. Wir können jetzt etwas unter Beweis stellen, nämlich, dass die musikalische Gestaltung dieser Inaugurationsfeier auch zum Teil aus eigener Kraft geschehen kann, nämlich jetzt durch die lehrenden Band der BH Steiermark. Vielleicht waren Sie jetzt auch etwas überrascht über den Titel Teach Your Children. Den Titel kennen Sie wahrscheinlich unter einer anderen Bezeichnung. Herzlichen Dank der lehrenden Band. Ich darf Sie jetzt ganz kurz vorstellen. Band Lieder, wenn ich so sagen darf, Gilbert Flecker. Und dann in alphabetischer Reihenfolge Daniela Fritz. Georg Jantscher, Martin Roth und Stefan Wolf. Teilen Sie sich Ihren Applaus. Mein Name ist Christa Schreiner. Entschuldige.
Das Unangenehme ist, sie steht auf meiner Liste. Aber ich kann es wieder gut machen, wir hören die Lehrendenband in Kürze wieder. Es freut mich, dass wir für die heutige Festrede eigentlich eine höchstrangige Besetzung haben. Ich darf für die Festrede begrüßen den Minister, den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Universitätsprofessor Dr. Martin Polaschek, bitte an die Bühne. Ja, hohe Festversammlung, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie gestatten, dass ich jetzt insbesondere die Honoratiorinnen und Honoratioren nicht noch einmal anspreche, aber auf jeden Fall, liebes Rektoratsteam, früher und heute neu in dieser Funktion, ich freue mich sehr, dass ich in meiner Funktion heute hier dabei sein darf. Ich habe mir einige Gedanken gemacht, was ich Ihnen so erzähle, und wenn ich jetzt Crosby, Stills, Nash & Young in dieser Version gehört habe, denke ich mir, eigentlich sollten wir wieder über ganz andere Dinge sprechen. Aber ich bleibe trotzdem bei den Gedanken, die ich mir so gemacht habe, weil, glaube ich, irgendwo in der Mitte meiner Überlegungen werden wir uns dann treffen. Ich habe viel darüber nachgedacht, was erzählt man einer Festgemeinschaft, die hier in diesem Rahmen zusammengekommen ist, um der Inauguration einer Rektorin beizuwohnen. Wir alle haben ein Gefühl dafür, was eine Inauguration bedeutet. Es ist eine wunderschöne alte akademische Tradition, bei der eine neue Rektorin, auch ein neues Rektorat in das Amt eingeführt wird. Und diese Inauguration kann man ja durchaus aus kulturwissenschaftlicher Sicht auch entsprechend aufgeladen sehen, wo eben die guten Glückwünsche sozusagen auf dieses neue Rektorat, auf die neue Rektorin übertragen werden und sie auch wirklich in dieses Amt nun offiziell eingesetzt wird. Und bei der Einsetzung in dieses Amt gibt es dann natürlich auch die entsprechenden Rituale. Das Hauptritual ist natürlich das Übergeben der Amtsinsignien, also die Amtskette, die Elgret Messner noch trägt und die ich dann Beatrix Kadel übergeben und umhängen darf. Aber es ist mehr. Es geht auch darum, dass gerade an einem Nachmittag wie diesem die neue Rektorin auch die Möglichkeit hat, auf eine offizielle Weise sich vorzustellen bei einer akademischen, innerpädagogisch-hochschulischen Öffentlichkeit, aber auch darüber hinaus, wir würden heute ja sagen, bei den Stakeholdern, um sozusagen auch der Öffentlichkeit klar kundzutun, ich bin die neue Rektorin an dieser Einrichtung. Und sich vorstellen bedeutet auch natürlich vorzustellen, was man sich selber vorstellt für dieses Amt und ein wenig auch die Gelegenheit nützt, sich selber als Person und auch als Bildungsmanagerin der Welt zu präsentieren. Und deshalb sind wir alle hier, weil wir uns alle gemeinsam freuen, dich, liebe Trixi, als neue Rektorin mit in dieses Amt begleiten zu dürfen, aber natürlich auch, weil wir gespannt sind, welche Ideen du in deiner Amtszeit zusammen mit deinem Team entwickeln wirst, welche Vorstellungen du hast, nicht nur für die pädagogische Hochschule, sondern natürlich darüber hinaus für unser Bildungswesen. Und solche Vorstellungen, wie immer sie dann auch aussehen mögen, sind wichtig und wir brauchen sie, denn unsere Welt befindet sich in einem massiven Umbruch und steht vor zahlreichen Herausforderungen. Ich brauche es Ihnen gar nicht weiter aufzählen, Sie kennen sie. Bis vor 2,5 Jahren oder bis vor 3 Jahren war Einigkeit darüber, Globalisierung, Umwelt. Zwischenzeitlich haben sich neue Herausforderungen dazu ergeben, durch die Pandemie, durch den Krieg Russlands in der Ukraine, durch die Teuerung. Und all diese Herausforderungen rütteln an den Grundfesten unserer Gesellschaft,
nicht unseres Wohlstandes, sondern tatsächlich auch unserer Gesellschaft. Und das Ganze wird befeuert durch Fake News, durch Populismus, durch Intoleranz, durch religiöse Feindlichkeiten und der Fanatismus, Wissenschaftsskepsis, Demokratieskepsis und so weiter und so weiter. Und da sind wir alle in der Gesellschaft gefordert, aktiv gegen diese Erscheinungen aufzutreten. Und es erfordert unser aller Einsatz, um unser Gemeinwesen so zu erhalten, dass nicht nur wir, sondern gerade die Jungen, die Children, nicht teach your children well, care for your children, dass wir alles dafür tun, dass die jungen Menschen in einer glücklichen, guten Umwelt, in einem gesicherten Staat aufwachsen können und ein Leben in Wohlstand, Freiheit und Glück führen können. Was können wir dazu beitragen von unserer Seite? Wir können natürlich sie mit etwas versorgen, das ein wichtiges Gut ist, das man sich nur zum Teil kaufen kann, sondern das im Endeffekt vor allem in einem selber stattfindet, nämlich Bildung. Denn Bildung trägt dazu bei, dass die Menschen auch in sich wandelnden Zeiten ein glückliches und erfülltes Leben führen können. Und da sind wir, Sie alle und insbesondere natürlich wir in den Institutionen, die für Bildung Verantwortung tragen, besonders gefordert. Und die ersten Menschen, für die wir diese Bildungsverantwortung tragen, sind natürlich die Kinder und Jugendlichen. Und der erste und Hauptort, an dem wir ihnen diese Bildung vermitteln, sind die Schulen. Und damit sind wir natürlich auch schon wieder mitten in unserem Thema und nicht zuletzt auch, warum es eine pädagogische Hochschule gibt. Die Schulen sind der wichtigste Platz, an dem wir dafür Sorge tragen, dass unsere Kinder gebildet werden. Sie erfahren dort nicht nur schulischen Unterricht, sie erwerben dort nicht nur Wissen und Kompetenzen, sondern sie erleben dort soziale Kontakte, sie erleben dort durch ihre Lehrerinnen und Lehrer Vorbild, sie erleben dort die Möglichkeit, sich auszutauschen, aneinander sich zu reiben und daraus zu wachsen, um schlussendlich auch als gebildete Menschen in unsere Gesellschaft zu gehen. Und Schulen sind deshalb ein Raum, der so viele Funktionen hat. Schulen sind für mich nicht nur ein Bildungsraum, sondern sie sind auch ein Kompetenzzentrum im weiteren Sinne, wo die jungen Menschen so viele verschiedene, auch soziale und andere Kompetenzen lernen. Sie sind für die jungen Menschen ein Raum für Entwicklung, für Kreativität, für eigene Ideen, aber sie sind auch ein Safe Room. Schulen müssen auch ein Raum sein, in denen sich Kinder geborgen fühlen, in denen Kinder Zuversicht, Mut und Vertrauen vermittelt wird. Ich würde meinen, in Zeiten wie diesen mehr als je zuvor. Und wer sind vor allem diese Menschen, denen die Kinder und Jugendlichen dort als zentrale Persönlichkeiten begegnen? Das sind natürlich in erster Linie die Lehrerinnen und Lehrer. Und die Lehrerinnen und Lehrer haben es in der Hand, diese Begegnungen welcher Art auch immer aktiv zu gestalten oder sie zumindest zu begleiten. Und dafür brauchen wir gute Lehrerinnen und Lehrer. Und um diese guten Lehrerinnen und Lehrer zu erhalten, brauchen wir die Universitäten und pädagogischen Hochschulen, die enorm viel leisten im Bereich der Ausbildung, aber insbesondere auch die pädagogischen Hochschulen im Bereich der Fort- und Weiterbildung, der Schulentwicklung und natürlich auch der Forschung. Und mein persönliches Anliegen ist es natürlich, dafür zu sorgen, dass wir alle gemeinsam dafür Sorge tragen, dass wir möglichst viele gut motivierte und gut ausgebildete und qualifizierte Lehrpersonen in den Klassenzimmern vorfinden. Deshalb ist es natürlich mir als Bildungsminister ein besonderes Anliegen, alles dafür zu tun, diesen Beruf zu attraktivieren, die Rahmenbedingungen entsprechend zu gestalten, damit die Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen eine gute Arbeit leisten können und sich auf das konzentrieren können, wofür sie vor allem Lehrerinnen und Lehrer geworden sind, nämlich zu unterrichten und mit den jungen Menschen zu arbeiten. Aber wir müssen selbstverständlich auch dafür sorgen, dass wir im Studium die jungen angehenden Lehrerinnen und Lehrer mit diesen Kompetenzen ausstatten und dass wir dieses Studium so attraktiv gestalten, dass wir möglichst viele und engagierte junge Menschen für diesen wunderbaren Beruf gewinnen. Ich bin mir sicher, dass gerade die pädagogische Hochschule, so wie auch bisher,
sich aktiv und positiv hier weiter einbringen wird und auch unter der neuen Führung diese Entwicklung weiter vorantreiben wird. Aber, liebe Rektorin, liebes Rektorat, sehr geehrte Damen und Herren, eine pädagogische Hochschule ist mehr. Eine pädagogische Hochschule ist ein Ort der wissenschaftlichen, intellektuellen, aber natürlich auch der menschlichen Begegnung. Sie ist ein Ort der Bildung, an dem neues Wissen geschaffen wird und dieses Wissen auch weitergetragen wird. Dafür braucht es engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und aufgeschlossene, motivierte Studierende. Das funktioniert aber nur, wenn es eine entsprechende Leitung an einer solchen Institution gibt. Ich bin ja gelernter Jurist. Ich habe mich noch einmal vergewissert, was sich der Gesetzgeber von einer solchen Leitung erwartet. Und § 13 Hochschulgesetz hält das ausdrücklich fest, welche Voraussetzungen man als Rektorin mitzubringen hat. Das ist erstens ein abgeschlossenes Doktoratsstudium und die entsprechende wissenschaftliche Qualifikation. Zweitens die Fähigkeit zur organisatorischen und wirtschaftlichen Leitung einer Hochschule. Drittens die mehrjährige Erfahrung in Lehre und Forschung sowie die Kenntnis der österreichischen und internationalen Forschungs- und Bildungslandschaft. Und schließlich viertens die Erfahrung in internationalen Bildungskooperationen. So weit, so gut. In Kenntnis des Lebenslaufs von Rektorin Kadel würde ich meinen, ja, wir können diese Punkte getrost abhaken. Als Wissenschaftlerin war sie an der Universität Graz tätig. Sie hat als Wissenschaftlerin aber auch internationale Erfahrung sammeln können, nicht zuletzt als Abad-Stipendien am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht in München. Sie hat sich 2003 an der Universität Graz habilitiert. Sie ist im Jänner 2010 Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung geworden. Im April 2011 ist sie ins Bundesministerium für Justiz als Ministerin gewechselt. Und nach weiteren politischen Stationen ist sie am 1. Oktober 2017 als Vizerektorin hier an die Pädagogische Hochschule gekommen. Ich denke, wir sind uns einig, die Voraussetzungen sind mehr als erfüllt. Ich könnte hier natürlich abbrechen und sagen, passt, erledigt, alles Gute. Aber, liebe Frau Rektorin, diese Voraussetzungen sind das eine. Aber man muss diese Voraussetzungen auch mit Leben erfüllen. Es reicht nicht, gesetzliche Voraussetzungen auf dem Papier erfüllt zu haben, sondern eine Hochschule zu leiten, bedeutet mehr. Eine Hochschule zu leiten bedeutet, ihr gemeinsam auch als Rektorat mit euren Visionen diese Hochschule mit Leben zu erfüllen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso wie die Studierenden zu motivieren, ihnen zuzuhören, mit ihnen gemeinsam Wege zu beschreiten. Und es bedeutet natürlich auch, das nicht nur in der Hochschule zu tun, sondern mit den Partnerinnen und Partnern darüber hinaus. Ich freue mich, dass Vertreterinnen und Vertreter aller Institutionen des Entwicklungsverbundes Südost hier vertreten sind, aber auch darüber hinaus Vertreterinnen und Vertreter von unter Anführungszeichen befreundeten Institutionen, nicht zuletzt auch hier aus der Steirischen Hochschulkonferenz heraus. Aber es geht nicht nur ums Begeistern und ums Kooperieren, sondern es bedeutet vor allem, in eine Hochschule hineinzuhören und diese Hochschule aus dem Wissen und der Kenntnis der Bedürfnisse, der Sorgen und Nöte, aber auch der Freuden und Interessen heraus entsprechend zu leiten und die Talente und die Fähigkeiten und die Energie der Menschen in dieser Hochschule entsprechend in die Kanäle zu bringen, dass gemeinsam etwas Gutes dabei herauskommt. Und das ist das, was eine gute Hochschulleitung, würde ich meinen, ausmacht. Im besten Sinne zu führen, indem man selber auch ein Vorbild ist, aber indem man selber auch den Menschen die entsprechenden Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Und ich denke, es liegt nun an dir und deinem Rektorat, diese Aufgabe entsprechend wahrzunehmen und sie mit dem euch eigenen Weg, mit euch, den euch eigenen Vorstellungen entsprechend in die angesprochenen Themenbereiche sich einzubringen. Mir gefällt deshalb das Motto der Pädagogischen Hochschule sehr gut. Wir gestalten Bildungszukunft. Das passt genau
in die Themenbereiche hinein, die ich schon angesprochen habe. Und wir haben viel vor uns, wenn wir eine gute Bildungszukunft und darüber hinaus eine gute Zukunft für uns alle, für unsere Gesellschaft gestalten wollen. Die Zukunft der pädagogischen Hochschule weiß ich bei euch in sehr, sehr guten Händen. Ich bin überzeugt, dass ihr das großartig machen werdet. Und ich freue mich darauf, dass wenn wir alle gemeinsam mit euch Bildungszukunft gestalten werden. Und dafür wünsche ich euch dreien und insbesondere dir, liebe Frau Rektorin, alles, alles Gute. Herr Minister, ich danke Ihnen im Namen der Pädagogischen Hochschule für die Festrede. Wir können uns auch revanchieren. In Kürze erhalten Sie, aber nicht nur Sie, sondern auch alle Festgäste, einen musikalischen Gruß der Praxisschulen der Pädagogischen Hochschule. Zuerst aber, wie schon angekündigt, die Lehrendenband mit Christa Schreiner. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall, yet through it all this much remains. Give me one moment in time when I'm more than could be, when all of my dreams are a heartbeat away and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing eternity. I've lived to be the very best. I want it all, no time for less. I've laid the plans, now lay the chance here in my hand. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are a heartbeat away and the answers are all up to me. Then in that
will feel eternity. You're a winner for a lifetime. If you seize that one moment in time, make it shine. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be. Nun, wie angekündigt, die Chöre der Praxisschulen der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Während die Chöre einziehen, darf ich sie Ihnen vorstellen, und zwar der Chor der Praxis-Volksschule unter der Leitung von Melanie Eigner und Luise Kramer-Heider. Dann der Chor der Praxis-Mittelschule unter der Leitung von Johanna Zierngast, begleitet von den bereits bekannten Herren. Thank you.
Danke den Praxis, den Chören der Praxisschulen an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Es ist schön, in diesem Haus werden hoffentlich auch die Rektorin und die beiden Vizerektorinnen in Kürze sagen können. Wir kommen nämlich zur Amtsübergabe und zur feierlichen Inauguration. Ist zuerst die scheidende Rektorin, Professorin Doktorin Elgrit Messner. Bitte sehr. Ja, meine sehr verehrten Festgäste, liebe Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen auf allen Ebenen der Institutionen. Die Stafette weiterzugeben fällt mir leicht, weil jemand übernimmt, der schon bisher ein sehr erfolgreiches Mitglied meines Führungsteams war und darüber hinaus, wie Herr Bundesminister heute schon erwähnt hat, hohe wissenschaftliche Qualifikationen und weitreichende berufliche Erfahrungen mitbringt. Beatrix Karl war von Anfang an dabei. Sie kennt dieses Haus und sie kann führen. Bei der Gründung der Hochschule war sie als Mitglied des Hochschulrats tätig und später als Wissenschaftsministerin an der Einführung der Pädagoginnenbildung neu, gemeinsam mit ihrer damaligen Amtskollegin Claudia Schmidt aktiv beteiligt. Und schließlich war sie dann in den letzten 5 Jahren in diesem Haus Vizerektorin für Forschung und Entwicklung. Liebe Trixi, ich freue mich sehr mit dir, gratuliere dir sehr herzlich zu deiner neuen Würde. Mit Regina Weidler kann ich dir, nur sagen, steht dir eine erfahrene und erfolgreiche Vizerektorin für Studium und Lehre zur Verfügung oder zur Seite, so, auf die du dich immer auf die du dich immer verlassen kannst. Ich konnte mich auch immer auf Regina verlassen. Und auch, Frau Vizerektorin Elisabeth Amtmann hat ja als Leiterin des Zentrums für Personal- und Hochschulentwicklung schon hinreichend bewiesen, welch hohe Managementqualitäten sie besitzt, und sie wird ihre Zuständigkeit für Forschung und Hochschulentwicklung hervorragend meistern. Mit der Weiterentwicklung der pädagogischen Hochschulen, mit ihrer berufsfeldbezogenen Bildungsforschung, ihren Lehramtsstudien und der Fort- und Weiterbildung von Pädagoginnen sowie Beratung von Schulen wartet auf dich, liebe Trixi, viel Arbeit. Aber das weißt du schon. Du spürst du auch, dass viel Arbeit ist. Aber ich weiß auch, dass du gerade bei dieser Funktion sehr viel Freude erleben wirst. Denn eines kann ich als scheidende Rektorin wirklich mit großer Sicherheit und rückblickend schon sagen: Die 10 Jahre als Rektorin der Pädagogischen Hochschule Steiermark gehören mit Sicherheit zu den intensivsten, aber auch zu den erfreulichsten Jahren meines Berufslebens. Verehrte Festgäste, ich gebe heute die Verantwortung für dieses Haus mit einem Gefühl der Zufriedenheit und mit einem Gefühl der Zuversicht an Beatrix Karl weiter. Liebe Trixi, du übernimmst mit diesem Job, wenn man das so nennen darf, eine faszinierende Navigationsaufgabe. Lehrerbildung ist unglaublich wichtig. Und ich weiß, du weißt, dass nicht jeder Tag hier Siege bringt, aber dass du einen erfolgreichen Kurs fahren wirst, davon bin ja nicht nur ich überzeugt. Die besten Wünsche begleiten dich und dieses Haus. Alles Gute. Ich möchte mich nun so zum Abschied bei Ihnen allen, bei allen Mitarbeiterinnen, bei allen Kooperationspartnerinnen und bei allen Studierenden sehr herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen in den letzten 10 Jahren und die gute Zusammenarbeit bedanken.
Ganz besonders danke ich dir, sehr geehrter Herr Bundesminister, lieber Martin, die Pionierarbeit der Lehrerinnenausbildung, die wir beide in Zusammenarbeit aller 8 beteiligten Hochschulen und Universitäten in der Verbundregion Südost geleistet haben. Und ich traue mich, das jetzt zu sagen, war außergewöhnlich, außerordentlich und aufsehenerregend. Und sie zeigt jetzt ihre Wirkung im Bildungssystem. Und du bist mir dabei immer, wie auch alle anderen Kolleginnen und Kollegen, mit Respekt und Wertschätzung auf Augenhöhe begegnet. Deine Großzügigkeit, deine als Rektor der großen, starken Partneruniversität Graz, wie jene aller Universitäten und Hochschulen in unseren 3 Bundesländern, insbesondere natürlich im steirischen Hochschulraum, hat die Weiterentwicklung der Pädagogischen Hochschule Steiermark sehr unterstützt. Und, lieber Martin, du weißt, dass ich diese Hochschule immer als Ort einer zukunftsorientierten Lehrerinnenbildung geführt habe. Übrigens freut es mich sehr, dass du jetzt nicht Halt machst, sondern an der Lehrerinnenbildung weiterarbeitest. Nochmal herzlichen Dank dafür. Ich darf dich jetzt aufs Podium bitten und dich ersuchen, als Zeichen der neuen Würde die Rektorskette an Beatrix Karl zu übergeben. Besten Dank. Wir alle erwarten jetzt mit Freude, aber auch mit Spannung die Antrittsrede der neuen Rektorin, Universitätsprofessorin Dr. Beatrix Karl. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Ehrengäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sehe dieses Fest heute wirklich als großes Fest der Freude, dass wir alle gemeinsam diesen Ehrenakt begehen dürfen. Der Herr Bundesminister hat bereits das Motto der Pädagogischen Hochschule Steiermark angesprochen und ich kann eigentlich dort fortsetzen, wo er aufgehört hat. Das Motto der Pädagogischen Hochschule Steiermark lautet: Lernen, Lehren, Forschung, wir gestalten Bildungszukunft.
Das heißt, wir gestalten durch Lernen, Lehren und Forschen die Bildungszukunft der Kinder und Jugendlichen in diesem Land. Damit tragen wir eine sehr große Verantwortung, nämlich Verantwortung dafür, dass Lehrerinnen und Lehrer eine qualitätsvolle, forschungsgeleitete Aus-, Fort- und Weiterbildung angeboten bekommen. Diese Verantwortung ist deshalb eine so große, weil sich unsere Gesellschaft und damit Sie alle zu Recht von uns erwarten, dass wir für gute Lehrerinnen und Lehrer sorgen. Denken Sie an Ihre eigenen Kinder und Enkelkinder. Ich bin überzeugt davon, dass Ihnen die Qualität Ihrer Lehrerinnen und Lehrer nicht egal ist, sondern dass Ihnen die Bildungszukunft Ihrer Kinder und Enkelkinder ein großes Anliegen ist. Uns ist es ein Anliegen, höchste Qualität in Lehre und Forschung und Schulentwicklungsberatung zu garantieren, um damit unseren gesellschafts- und bildungspolitischen Auftrag zu erfüllen. Unser Handeln zielt somit auf die positive Gestaltung der Bildungszukunft ab, indem wir qualitätsvolle Lehre, Forschung und Schulentwicklungsberatung bieten. Damit sind die drei zentralen Handlungsfelder angesprochen, anhand derer ich auch darstellen werde, in welche Richtung sich die Pädagogische Hochschule Steiermark unter dem neuen Rektorat weiterentwickeln wird. Das erste zentrale Handlungsfeld ist die bereits erwähnte qualitätsvolle Lehre in der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Sie bildet das Herzstück der Aktivität an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Deshalb bin ich sehr froh, dass dieser Bereich auch weiterhin in sehr bewährten Händen liegen wird, nämlich in den Händen von Frau Vizerektorin, Hochschulprofessorin, Magistra Doktorin Regina Weitlaner. Sie ist Vizerektorin für Studium und Lehre und ist der Garant dafür, dass an der Pädagogischen Hochschule Steiermark Lehre auf höchstem Niveau angeboten wird. Ihre Aufgabe wird es sein, die Qualität der Lehre in der Aus-, Fort- und Weiterbildung sicherzustellen und sie auch entsprechend weiterzuentwickeln. Das sind wir sowohl unseren Studierenden als auch den Schülerinnen und Schülern schuldig. In der Ausbildung wird es auch in Zukunft darum gehen, die Studienangebote und die Curricula im Sinne aktueller, bildungspolitisch relevanter Themen und Vorhaben im Einklang mit den Zeitplänen des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung zu entwickeln. Aktuell betrifft das zum Beispiel das neue Studienfach Digitale Grundbildung. Die Ausbildungscurricula werden auch darüber hinaus immer wieder überarbeitet werden müssen, um sie zum Beispiel an neue Lehrpläne, Änderungen des Studienrechts und entlang der bildungspolitischen Leitplanken anzupassen. Weiters werden wir zum Beispiel auch den gemeinsamen Qualitätsrahmen der pädagogischen Hochschulen für die pädagogisch-praktischen Studien in den Curricula umsetzen. Gerade, aber nicht nur, in den pädagogisch-praktischen Studien kommt der für uns so wichtige Praxisbezug zum Ausdruck. Wir lehren und forschen mit und für die Schulen. Wir beraten und begleiten sie, immer getragen von der Intention, zur Qualitätsentwicklung von Schule und Unterricht beizutragen. Bei uns existiert sozusagen eine Theorie-Praxis-Brücke, die auf einem breiten Fundament basiert und tatsächlich gelebt wird, indem sie von den Hochschullehrenden und den Pädagoginnen und Pädagogen in beide Richtungen beschritten wird. Davon profitieren beide Seiten, die Lehre und Forschung an der Pädagogischen Hochschule sowie die Praxis an den Schulen. Wichtig ist es mir auch, dass in Zukunft in den Bedarfsfächern die Absolventinnen und Absolventenzahl erhöht wird. Dazu braucht es zum einen ein umfassendes Informations- und Beratungsangebot für Studienwerberinnen und Werber und zum anderen ganz gezielte Unterstützungsangebote zur Reduktion der Drop-out-Rate, wie zum Beispiel Tutorien für Mathematik. Wir müssen aber schon einen Schritt früher ansetzen, um der Entstehung von Bedarfsfächern vorzubeugen. Damit steht die Stärkung der Bedarfsorientierung ganz klar im Fokus.
Diese kann durch eine bessere Abstimmung von regionalen und überregionalen mittel- und langfristigen Bedarfsprognosen in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion und einer entsprechenden Anpassung der Studienplatzangebote erreicht werden. Ein wichtiges Thema für die Weiterentwicklung der Pädagogischen Hochschule Steiermark in der Lehre ist auch die Erweiterung digitaler Lehre. Zur Unterstützung der Umsetzung der in den Curricula festgehaltenen Inhalte und Kompetenzen durch digital innovative Lehre sollen qualifizierte Expertinnen und Expertenteams etabliert werden und in allen Lehramtsstudien sollen innovative und hochschuldidaktische bzw. e-didaktisch qualitätsvolle Lehrveranstaltungsformate entwickelt werden. Die Didaktik der Digitalisierung sowohl in der Hochschullehre als auch im Unterricht spielt an der Pädagogischen Hochschule Steiermark eine große Rolle und das nicht erst seit Corona. Und damit ist genau dieser Bereich auch als bundesweiter bzw. profilgebender Schwerpunkt im Ziel- und Leistungsplan verankert. In Zukunft muss daher in der Fortbildung der Hochschullehrenden der Fokus verstärkt auf digitale Lehr- und Lernsettings, zum Beispiel Flipped Classroom und digitale Leistungsbeurteilung, sowie auf die Unterstützung bei der Erstellung von digitalen Lehrmaterialien durch Expertinnen und Experten gelegt werden. Umgesetzt werden muss auch die vorgesehene Errichtung weiterer Hochschullernwerkstätten für digitale Bildung, wo Hochschullehrende ihre digitalen Kompetenzen erweitern können. Damit soll erreicht werden, dass Lehrveranstaltungen vermehrt digitalisiert werden, insbesondere in gemeinsam eingerichteten Studien. Was die Didaktik der Digitalisierung im Unterricht anbelangt, sollen zum Beispiel mit Unterstützung von Expertinnen und Experten der Pädagogischen Hochschule Steiermark und an den Praxisschulen digitale Unterrichtsmaterialien erstellt werden. Auch hier planen wir weitere Hochschullernwerkstätten für digitale Bildung, wo diesmal Studierende der Aus-, Fort- und Weiterbildung ihre digitalen Kompetenzen erweitern können. Natürlich wird es auch Entwicklungs- und Umsetzungsberatung zum 8-Punkte-Plan für den digitalen Unterricht des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung bzw. zur Digitalität für Schulen geben müssen. Auch in der Fort- und Weiterbildung ist es mein Ziel, auf allgemein pädagogisch-praktische Fragestellungen und Herausforderungen flexibel, qualitätsvoll und bedarfsgerecht zu reagieren. Aktuell haben wir dies zum Beispiel durch die Erarbeitung eines Curriculums für einen Hochschullehrgang für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger bewiesen. Zudem werden wir in der Fort- und Weiterbildung den Fokus auf die stärkere Zielgruppen- und Bedarfsorientierung in der Angebotsplanung legen. Dazu bedarf es einer Abstimmung und Weiterentwicklung der Prozesse zur Bedarfsklärung mit den relevanten Stakeholdern innerhalb der Hochschule und organisationsübergreifend. Hier ist natürlich auch die Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion von ganz großer Bedeutung und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich ganz herzlich bei der Bildungsdirektion, allen voran bei der Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner, für die ausgezeichnete Zusammenarbeit zu bedanken. Vielen Dank. Neben der Zielgruppen- und Bedarfsorientierung halte ich in der Fort- und Weiterbildung auch die Qualitätssicherung für unerlässlich. Dazu bedarf es vor allem der Professionalisierung der Lehrenden sowie der Evaluierung der Wirkung der Fort- und Weiterbildung, die auch zur Ableitung von Maßnahmen führen muss. Zudem sollen durch den stärkeren Einsatz von digitalen Fort- und Weiterbildungsangeboten Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Professionalisierung unterstützt werden und jene mit langen Anfahrtszeiten entlastet werden. Ein Bereich, den ich in Zukunft an der Pädagogischen Hochschule Steiermark gerne stärker verankern möchte, ist die Elementarpädagogik. Dabei geht es mir nicht nur um die Weiterentwicklung der Qualität der Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen durch Professionalisierung der Leitungspersonen,
sondern auch um fortlaufende Bildungsprozesse durch institutionenübergreifende Bildungskooperationen von Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen und Schulen. Dazu kann die Pädagogische Hochschule Steiermark Fortbildungen und Entwicklungsberatungen zu lernbereichsspezifischen Kooperationen anbieten. Wünschen würde ich mir aber eine stärkere Akademisierung im Bereich der Elementarpädagogik, sodass die Pädagogische Hochschule Steiermark damit auch weitreichendere Aktivitäten in diesem Bereich entfalten kann. Damit komme ich nun zum zweiten zentralen Handlungsfeld, um Bildungszukunft positiv zu gestalten, nämlich zur Forschung. Laut dem Hochschulgesetz haben die pädagogischen Hochschulen berufsfeldbezogene wissenschaftliche Forschung zu betreiben. § 8 Absatz 1 des Hochschulgesetzes bestimmt, dass in allen pädagogischen Berufsfeldern Forschung zu betreiben ist, um wissenschaftliche Erkenntnisse zur Weiterentwicklung der Lehre zu erlangen. In den letzten 5 Jahren war ich als Vizerektorin für Forschung und Entwicklung zuständig. Nunmehr gebe ich diesen Bereich an unsere neue Vizerektorin, Frau Professorin Magistra Elisabeth Amtmann, ab und tue das wirklich sehr gerne. Nicht, weil ich die Forschung nicht mehr haben möchte, sondern weil ich aus 5-jähriger Zusammenarbeit weiß, wie Elisabeth Amtmann arbeitet und ich daher davon überzeugt bin, dass sie den Forschungsbereich stärken und vorantreiben wird. Ja, Forschung spielt an der Pädagogischen Hochschule Steiermark eine zentrale Rolle. Macht sie doch neben einer qualitätsvollen Lehre das Wesen einer guten Hochschule aus und ist zur Verwirklichung einer forschungsgeleiteten Lehre einfach unerlässlich. Forschungsgeleitete Lehre bedeutet an der Pädagogischen Hochschule Steiermark, dass die Forschungsergebnisse über die Aus-, Fort- und Weiterbildung an die angehenden sowie an die bereits aktiven Pädagoginnen und Pädagogen weitergegeben werden und damit bei den Zielgruppen ankommen. Insbesondere in den Schulen, bei den Lehrpersonen und bei den Lehrenden an der Hochschule. Aber natürlich auch in der Bildungsdirektion, bei den Bildungspolitikerinnen und Politikern sowie bei den Elternverbänden. Damit erfüllt die Pädagogische Hochschule Steiermark den gesetzlichen Auftrag, mit der Forschung an der Schulentwicklung mitzuwirken und zur Qualitätsentwicklung der Schule beizutragen. Für diese Art der berufsfeldbezogenen Disseminierung eignen sich die Strukturen der Pädagogischen Hochschule Steiermark ganz besonders. Wir bilden Pädagoginnen und Pädagogen für alle Schultypen aus und sind mit der Fort- und Weiterbildung nahe an den Schulen und nahe an den Lehrpersonen. Das Besondere an der berufsfeldbezogenen Forschung, wie sie bei uns an der Hochschule betrieben wird, ist somit, dass mit und für die Schulen und damit natürlich für die Kinder und Jugendlichen geforscht wird. Die Forschungsergebnisse kommen in den Schulen an und tragen dort zu einer Verbesserung der Qualität von Unterricht und Schule bei. Erkenntnisse aus der berufsfeldbezogenen Forschung können somit unmittelbar wirksam werden. Dieser über die forschungsgeleitete Lehre erfolgende Transfer von Forschungsergebnissen unmittelbar an die Schulen zur Unterstützung der Qualitätsentwicklung von Schule und Unterricht, darf sich aber nicht nur auf die Lehre in der Ausbildung beschränken. Gerade in der Fort- und Weiterbildung muss forschungsgeleitete Lehre als wichtiges Transferinstrument ausgebaut und vertieft werden. Was die konkreten Forschungsprojekte anbelangt, ist die gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Kärnten durchgeführte Thalys-Studie 2024, die in Österreich erstmals von pädagogischen Hochschulen durchgeführt wird, von besonderer Relevanz. Wichtig sind mir darüber hinaus zum Beispiel auch der Ausbau fachdidaktischer Forschungsprojekte in den Schwerpunkten MINT und Kunst, Forschungskooperationen zum Thema Sprachenbildung sowie für Deutsch als Zweitsprache, ein Drittmittelforschungsprojekt zur Realisierung der inklusiven Bildung in Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen, ein stärkerer Forschungsfokus auf die Bereiche Technikdidaktik und Fachdidaktik der Ernährungspädagogik sowie der Ausbau der Wirkungsforschung in der Fort- und Weiterbildung.
Im Sinne forschungsbasierter Qualitätssicherung der Fort- und Weiterbildung sollen die Ergebnisse der Wirkungsforschung in die Organisation der Fort- und Weiterbildung einfließen. Im Bereich der digitalen Bildung halte ich es für notwendig, die in diesem Zusammenhang gesetzten Maßnahmen, wie zum Beispiel Maßnahmen zur Förderung digitaler Hochschuldidaktik oder digitaler Fachdidaktiken für den Unterricht, durch Begleitforschung in ihrer Wirkung zu untersuchen und weiterzuentwickeln. Ziel muss eine qualitativ hochwertige Didaktik der Digitalisierung sowohl in der Hochschullehre als auch für den Unterricht sein. Auf Wirkungsforschung möchte ich auch im Bereich der Elementarpädagogik setzen, um mehr über die Wirkung von Professionalisierungsmaßnahmen für Leitungspersonen auf die Qualitätsentwicklung von Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen zu erfahren. Die vom Rektorat der Pädagogischen Hochschule Steiermark verfolgte Strategie, zum einen die Vielfalt und Breite aller Forschungsaktivitäten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern und zu unterstützen, zum anderen aber auch auf Basis der Expertise ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler profilbildende Forschungszentren einzurichten, möchte ich auch in Zukunft fortsetzen. Aktuell existieren an der Pädagogischen Hochschule Steiermark das Forschungszentrum für inklusive Bildung gemeinsam mit der Universität Graz und der privaten Pädagogischen Hochschule Augustinum, das Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur und das Zentrum für Naturwissenschaften und Technik. Diese Forschungszentren sollen in Zukunft weiter ausgebaut und gestärkt werden. Sie stellen strukturelle, personelle und finanzielle Rahmenbedingungen zur Verfügung, die der Vertiefung in hervorragenden Bereichen der forschungsgeleiteten Lehrerinnenbildung dienen und auf die Förderung von Exzellenz in der Bildungsforschung abzielen. Nach diesem Modell sollen in Zukunft auch weitere Forschungszentren etabliert werden, wie zum Beispiel ein Forschungs- und Kompetenzzentrum für Sachunterricht gemeinsam mit allen pädagogischen Hochschulen im PH-Verbund Südost. Das Ziel der Förderung von Exzellenz in der Bildungsforschung wird auch vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung aktiv verfolgt. Die dazu geplante Initiative Bildungsinnovation braucht Bildungsforschung ist sehr zu begrüßen. Die Entwicklung gemeinsamer Forschungsgruppen von pädagogischen Hochschulen und Universitäten zur gemeinsamen Ausbildung von Doktorandinnen und Doktoranden stößt an der Pädagogischen Hochschule Steiermark auf großes Interesse. Mein Ziel ist eine erfolgreiche Einwerbung und Umsetzung zumindest eines solchen Kooperationsprojekts im Bereich der Doktoratsausbildung. Wichtig ist mir auch, dass die Forscherinnen und Forscher der Pädagogischen Hochschule Steiermark künftig bei der kompetitiven Einwerbung und bei der Durchführung von Drittmittelprojekten noch erfolgreicher sind als bisher. Die dafür notwendigen Schritte beginnen schon damit, dass bei der Rekrutierung von Lehrenden auf das Vorlegen von Forschungskompetenz und Erfahrung in der Beantragung von Drittmitteln zu achten ist. Darüber hinaus muss es für die Forscherinnen und Forscher entsprechende Unterstützungsmaßnahmen geben. Zum einen benötigen sie verstärkt Unterstützung und Beratung bei der Einreichung und Durchführung von Drittmittelprojekten durch das Zentrum für Forschungssupport und zum anderen bedarf es der Unterstützung in Form von Zeitressourcen für Forschungs- und Disseminationsaktivitäten. Zudem soll bei den Forscherinnen und Forschern ein stärkerer Fokus auf die Förderung von Kompetenzen zur Beteiligung an internationalen Forschungsaktivitäten gelegt werden. Unabdingbar für eine optimale Unterstützung der Forscherinnen und Forscher bei diesen Aktivitäten ist jedenfalls der Ausbau und die Professionalisierung des Zentrums für Forschungssupport. Mit den genannten Maßnahmen zielen wir auch darauf ab, dass die Pädagogische Hochschule Steiermark in den Stärkefeldern sowohl in der Scientific als auch in der Professional Community sowie in der allgemeinen Öffentlichkeit sichtbar ist und mit ihrer Expertise wahrgenommen wird. Das dritte zentrale Handlungsfeld zur Gestaltung der Bildungszukunft umfasst die Schulentwicklungsberatung. Die Pädagogische Hochschule hat gemäß § 8 Absatz 1 Hochschulgesetz im Rahmen ihrer wissenschaftlich berufsfeldbezogenen Lehre und Forschung an der Schulentwicklung mitzuwirken, sowie durch die Begleitung und Beratung von Bildungsinstitutionen, vornehmlich Schulen, zu deren Qualitätsentwicklung beizutragen.
Dieser wichtige Bereich verbleibt bei Vizerektorin Weitlaner, die schon bisher die Schulentwicklungsberatung sehr gut und vor allem auch in sehr guter Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion weiterentwickelt hat. Ihre künftige Aufgabe wird es nun sein, diesen Bereich zu stärken und folgende Maßnahmen umzusetzen. Die Pädagogische Hochschule Steiermark muss dafür sorgen, dass qualifizierte Schulentwicklungsberaterinnen und Berater in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, um den Anforderungen des Bildungssystems gerecht werden zu können. Zum Erwerb bzw. zur Weiterentwicklung der notwendigen Kompetenzen bedarf es in Abstimmung mit den Verantwortlichen des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung der Entwicklung und Umsetzung von Qualifizierungsangeboten. Zudem sollen alle Schulentwicklungsberaterinnen und Berater in einem internen, am Institut für Educational Governance angesiedelten Netzwerk gebündelt werden. Dieses Netzwerk soll einen intensiven Informations- und Erfahrungsaustausch sowie eine Professionalisierung, zum Beispiel über Fortbildungen oder Peer-Austausch, bieten. Das angesprochene Netzwerk soll durch den Einsatz multiprofessioneller Teams in der Schulentwicklungsberatung ergänzt werden. Dies bedeutet eine enge Vernetzung von Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklungsberatung durch regelmäßige Abstimmungsgespräche zwischen allen involvierten Institutsleitungen. Zudem soll es institutionalisierte Vernetzungstreffen sowie nationale und internationale Tagungen zu Themen der Schulentwicklung geben. Als weitere Maßnahme soll eine Kompetenzstelle für kompetenzorientiertes Lernen mit dem Fokus auf evidenzbasierte Unterrichtsentwicklung implementiert werden. Zum einen agiert diese Kompetenzstelle als interne und externe Kommunikationsplattform zur Bündelung von Bildungsangeboten zu kompetenzorientiertem Unterricht über alle Altersstufen hinweg. Zum anderen fungiert sie als Kommunikations- und Koordinationsmotor zwischen den beteiligten Organisationen. Vor einem Jahr wurde das Zentrum für Führungskräfte in Bildungsorganisationen eingerichtet. Zu seinem Aufgabenfeld zählen die Beratung und Begleitung von Bildungsverantwortlichen zu Themen wie Leadership und Selbstführung als wesentliche Faktoren für erfolgreiches Schulleitungshandeln. Künftig soll dort auch stärker Forschung im Bereich der Organisationspädagogik sowie Führungsforschung betrieben werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei den drei eben erörterten Kernbereichen Lehre, Forschen und Schulentwicklungsberatung steht für mich ganz klar der Qualitätsaspekt im Mittelpunkt. Eine wichtige Maßnahme zur Qualitätssteigerung war und ist ohne Zweifel die Bildung des PH-Verbunds Südost. Dieser besteht aus dem Pädagogischen Hochschule Steiermark, der privaten Pädagogischen Hochschule Augustinum, der Pädagogischen Hochschule Kärnten und der Pädagogischen Hochschule Burgenland. Mein Ziel ist es, diesen Verbund in Zukunft zu stärken und weiter auszubauen. Dies bedeutet, dass bei der qualitätsvollen Erfüllung der im Hochschulgesetz vorgesehenen Aufgaben Synergien besser genutzt werden sollen und stärker als bisher auf institutionenübergreifende Vorhaben gesetzt wird. Wichtig ist dabei auch eine unter Beachtung der institutionellen Eigenständigkeit der Hochschulstandorte erfolgende Bündelung der Kompetenzen. Insgesamt soll der PH-Verbund Südost dem Austausch über und der Bewältigung von neuen Herausforderungen und Entwicklungen in der Primarstufe, der Elementarpädagogik, der Schulentwicklungsberatung und in der Fort- und Weiterbildung dienen. Konkret können sich institutionenübergreifende Vorhaben zum Beispiel auf folgende Bereiche beziehen: profilgebende Schwerpunkte, gemeinsame Personalentwicklungsangebote, abgestimmte Bachelorstudien, gemeinsame Masterstudien, gemeinsame Hochschullehrgänge sowie projekt- und aufgabenbezogene Zusammenarbeit in der Verwaltung. Ein Vorbild für eine sehr gelungene institutionenübergreifende Kooperation im PH-Verbund Südost ist das Forum Primar, aus dem viele gemeinsame Forschungsprojekte in der Primarstufe hervorgegangen sind. Die Zusammenarbeit im Rahmen des Forum Primar gilt es jedenfalls zu intensivieren. Dies geschieht etwa durch die Implementierung und Umsetzung des aktuell im Rahmen des Forum Primar geplanten Förderprogramms für Emerging Researcher.
Umgesetzt werden soll auch das institutionenübergreifende Forschungs- und Kompetenzzentrum Sachunterricht. Für eine verstärkte Zusammenarbeit im Rahmen des BH-Verbund Südost ist es vor allem auch wichtig, eine tragfähige und effiziente Steuerungs- und Kommunikationsstruktur unter den 4 pädagogischen Hochschulen zu implementieren, um damit die Umsetzung institutionenübergreifender Maßnahmen zu unterstützen. Von großer Bedeutung ist natürlich auch die bereits angesprochene im Rahmen des Entwicklungsverbund Südost erfolgende gemeinsame Umsetzung der Lehramtsausbildung in der Sekundarstufe Allgemeinbildung. Dass die Zusammenarbeit im Entwicklungsverbund Südost sehr gut funktioniert, ist keineswegs selbstverständlich, sondern bedarf einer sehr guten Governance-Struktur, eines regelmäßigen Austausches und einer von gegenseitigem Vertrauen geprägten Kooperationsbereitschaft aller beteiligten Institutionen. In Zukunft gilt es, diese Zusammenarbeit erfolgreich fortzusetzen und laufend entsprechend zu optimieren. Konkret wird es zum Beispiel darum gehen, für die Studierenden Mobilitätshürden im Entwicklungsverbund Südost zu überwinden, wozu es vor allem eine Intensivierung der Abstimmung zwischen den Verbundinstitutionen mit den Studierenden bedarf. Ebenso ist die aus der Pädagogischen Hochschule Steiermark, der Pädagogischen Hochschule Kärnten und der Pädagogischen Hochschule Burgenland bestehende Lenkungsgruppe im Bereich der Sekundarstufe Berufsbildung von großer Relevanz. Auch sie muss unbedingt fortgesetzt und laufend optimiert werden. Höchste Qualität, zu deren Sicherstellung es steter Weiterentwicklung bedarf, finden Sie auch an den beiden in die Pädagogische Hochschule Steiermark integrierten Praxisschulen. Auch hier handelt es sich um einen Aufgabenbereich, für den ich in den letzten 5 Jahren zuständig war und den ich nun guten Gewissens an Vizerektorin Amtmann übergebe. Unsere beiden Praxisschulen, die Praxisvolksschule und die Praxismittelschule, sind eine echte Bereicherung für die Hochschule und sind für uns auch etwas ganz Besonderes. Das hat der Chor heute ja bereits eindrucksvoll bewiesen. Mein Ziel ist es, die Praxisvolksschule und die Praxismittelschule zu Modell- und Forschungsschulen weiterzuentwickeln. Gerade durch die Verschränkung von Theorie und Praxis verfolgen wir an der Pädagogischen Hochschule Steiermark das Ziel der Bildung kompetenter und wissenschaftlich reflektierender Praktikerinnen und Praktiker, die auf Herausforderungen ihres Berufsfeldes lösungsorientiert reagieren können. Mit Hilfe der Modell- und Forschungsschulen können wir dabei den Fokus noch stärker darauf legen, dass Hochschullehrende in ihrer Lehre für eine Balance zwischen Wissenschaftsfundierung und Praxisorientierung sorgen. Für die Entwicklung der beiden Praxisschulen zu Modell- und Forschungsschulen ist es notwendig, dass sie Teil des Forschungsbetriebs der Pädagogischen Hochschule Steiermark werden. Das ist die Basis dafür, dass Forscherinnen und Forscher der Hochschule und Lehrerinnen und Lehrer der Praxisschulen gemeinsam innovative Schulmodelle und Konzepte entwickeln. Diese innovativen Schulmodelle und Konzepte sollen zum Gegenstand gemeinsamer Forschungsprojekte von Hochschullehrenden und Lehrerinnen und Lehrern werden. Und zum anderen sollen diese Projekte auch gemeinsam forschend begleitet werden. Das heißt, neue Unterrichtskonzepte werden durch gleichberechtigte Teams von Hochschullehrenden und Lehrerinnen entwickelt, sowie in der Umsetzung und Wirkung beforscht. Die daraus resultierenden Forschungsergebnisse werden sodann über die forschungsgeleitete Lehre in die Aus-, Fort- und Weiterbildung einfließen. Konkret wird die Einbindung in den Forschungsbetrieb der Hochschule bedeuten, dass die Praxisschulen Teil der Forschungsstrategie werden und ihre Lehrerinnen und Lehrer Forschungssupport sowie durch entsprechende Personalentwicklungsmaßnahmen Unterstützung beim Aufbau und der Weiterentwicklung der Forschungskompetenzen erhalten. Die Forschungspartnerschaft zwischen der Hochschule und den Praxisschulen soll auch darin zum Ausdruck kommen, dass die Lehrerinnen und Lehrer verstärkt in diverse Forschungs- und Entwicklungsprojekte der Hochschule einbezogen werden. Denkbar sind zum Beispiel Kooperationen im Bereich der Umweltbildung oder der nachhaltigen Baukultur und Bildung. Für die Weiterentwicklung der beiden Praxisschulen werden wir auch auf eine forcierte digitale Bildung setzen.
Dazu muss das Angebot an innovativen Digitalisierungskonzepten in allen Klassen erweitert werden. Es müssen innovative Unterrichts- und Lernkonzepte für den erfolgreichen Einsatz digitaler Medien erstellt und weiterentwickelt werden und es bedarf einer gezielten Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer zur Erweiterung der digitalen Kompetenzen. Da die Pädagogische Hochschule Steiermark im gemeinsamen Lehramtsstudium Sekundarstufe Allgemeinbildung auch Lehrerinnen und Lehrer für die Oberstufe ausbildet, erachte ich es auch für notwendig, in der Pädagogischen Hochschule Steiermark eine Oberstufe auszubauen. Ein innovatives Oberstufenkonzept könnte von den Lehrerinnen und Lehrern der Praxis Mittelschule und den Forscherinnen und Forschern der Hochschule gemeinsam entwickelt werden. Die angesprochene Qualität in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern können wir natürlich nur dank unserer großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern garantieren. Die vielen Vorhaben, die ich genannt habe, setze ja nicht ich alleine um. Dahinter stehen viele Menschen, die viel leisten, die sich einsetzen, die ganz einfach ihr Herzblut einbringen. Und das ist nicht so dahingesagt, sondern ich hatte jetzt 5 Jahre lang Gelegenheit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und weiß daher wirklich, wovon ich rede. Ich möchte mich dabei daher bei den Lehrenden, dem Verwaltungspersonal und den Lehrerinnen und Lehrern der beiden Praxisschulen ganz herzlich für die bisherige Zusammenarbeit bedanken. Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit und es ist mir eine große Ehre und Freude, diesem PH Steiermark-Team vorstehen zu dürfen. Personalentwicklung ist damit natürlich auch ein ganz zentrales Thema für mich und mein Rektoratsteam. Mit Frau Vizerektorin Amtmann habe ich eine absolute Expertin für diesen Bereich gewinnen können, war sie durch bisher die Leiterung des Zentrums für Personal- und Hochschulentwicklung. Die Personalentwicklungsstrategie der Pädagogischen Hochschule Steiermark für die Lehrenden wird den Schwerpunkt auf Digitalität sowie auf Nachwuchsförderung und Laufbahnplanung in allen Kernaufgaben legen. Ziel wird es sein, dass die Personalentwicklungsstrategie zu einer systematischen, individuellen Potenzialbeurteilung sowie zu einem Personaleinsatz und einer Laufbahnplanung entlang der Kernaufgaben der Pädagogischen Hochschule Steiermark führt. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Betreuerinnen vom Masterarbeiten zumindest über einen Doktoratsabschluss verfügen müssen, ist es von zentraler Bedeutung, den Anteil der Lehrpersonen mit Doktorat, Habilitation oder habilitationsadäquater Qualifikation zu steigern. Bei der Personalreduktion ist aber auch auf das Vorliegen von Praxiserfahrung zu achten. Das heißt, es braucht an der Hochschule Lehrende, die sowohl berufspraktisch, also mit einer Lehr- oder Managementerfahrung in einer Schule, als auch wissenschaftlich qualifiziert sind. Für die Personalentwicklung des Verwaltungspersonals halte ich es für notwendig, dass es an der Pädagogischen Hochschule Steiermark auch höherwertigere Verwaltungsplanstellen gibt, als dies bisher der Fall ist. So sollten etwa die Aufgaben Qualitätsmanagement oder Recht nicht von Lehrenden, sondern von Verwaltungspersonal wahrgenommen werden. Die Personalentwicklung der Lehrerinnen und Lehrer an den Praxisschulen muss künftig vor allem auch den Anforderungen der neu zu schaffenden Modell- und Forschungsschulen gerecht werden. Wichtig ist mir auch die Internationalisierung aller Hochschulangehörigen. Im Mittelpunkt steht dabei der Ausbau der Internationalisierung als hochschulübergreifender Prozess, insbesondere zur Steigerung der Qualität von Lehre und Forschung sowie der interkulturellen Kompetenzen aller Hochschulangehörigen. Das Rektorat wird auch künftig gefordert sein, die Qualität der Arbeit in Forschung, Lehre und Organisation, Planung sowie in der Verwaltung zu heben, zu sichern und zu verbessern. Bei der Qualitätssicherung soll der Fokus verstärkt auf Qualitätsentwicklung gelegt werden, mit dem Ziel an der Pädagogischen Hochschule Steiermark eine Qualitätskultur zu entwickeln. Das Konzept der Qualitätsentwicklung und damit die Entwicklungsdimension der Qualitätssicherung halte ich für wichtiger als ihre Kontrolldimension. Qualitätssicherung muss meines Erachtens eine zentrale Leitungsaufgabe sein. Ohne Zweifel wird ihre Rolle und Bedeutung mit zunehmender Autonomie an der Pädagogischen Hochschule noch wichtiger werden.
Umso bedeutender ist es, schon jetzt für eine systematische Integration in institutionelle Verankerung und strukturelle Absicherung der Qualitätssicherungsmaßnahmen zu sorgen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt noch ein weiteres Thema, das ich ansprechen möchte, weil es mir wichtig ist, nämlich der Ausbau autonomer Befugnisse. Sowohl innerhalb der Hochschule als auch institutionenübergreifend im Rahmen des Entwicklungsverbunds Südost und des BH-Verbunds Südost braucht es klare Entscheidungs- und Verantwortungsstrukturen. Derzeit verfügen die Rektorate in den pädagogischen Hochschulen noch nicht über die Entscheidungs- und Verantwortungsbefugnisse, die für die Übernahme der Qualitätsverantwortung erforderlich wären. Eine weitergehende Autonomie der pädagogischen Hochschulen ist für mich aber von ganz zentraler Bedeutung. Damit würde auch die Kooperation mit den bereits in die Autonomie übergeführten Universitäten erleichtert. Die Entscheidung über die Autonomie liegt allerdings nicht in der Ingerenz der Rektorate der pädagogischen Hochschulen, sondern ist eine politische Frage. Aus dem pädagogischen Hochschulenentwicklungsplan 2021 bis 2026 ergibt sich, dass sich die Übertragung autonomer Befugnisse auf die Bereiche Organisation und Abschluss von Kooperationsverträgen beschränken soll. Diese ersten Schritte in Richtung mehr Autonomie bedeuten für die Hochschule eine höhere institutionelle Selbstbestimmung sowie die Eigenverantwortung der rechtskonformen Wahrnehmung hochschulischer Aufgaben. Darin kommt bereits zum Ausdruck, dass es in Zukunft notwendig sein wird, dass die Pädagogische Hochschule Steiermark über die dafür erforderlichen rechtlichen Kompetenzen verfügt. Bisher kümmere vor allem ich mich um die rechtlichen Angelegenheiten der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Eine eigene Rechtsabteilung wäre aber wünschenswert. Dies halte ich für geboten, um die rechtskonforme Wahrnehmung der immer komplexer werdenden hochschulischen Aufgaben gut bewältigen zu können. Ich verhehle auch nicht, dass ich gerne eine weitergehende Autonomie umsetzen würde. Diese könnte ich mir auch im Rahmen eines Pilotprojekts vorstellen. Auf diese Weise könnte aufgezeigt werden, wie und unter welchen Bedingungen die Überführung der pädagogischen Hochschulen in die Autonomie funktionieren kann. Die Erfahrungen, die wir an der Pädagogischen Hochschule Steiermark in der eigenen Rechtspersönlichkeit bereits gemacht haben, könnten hier sehr hilfreich sein, handeln wir doch in diesem Bereich schon weitgehend autonom. Ich selbst kenne die Hochschulautonomie von beiden Seiten, als Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung sowie als Universitätsangehörige. Da ich an der Universität zu arbeiten begonnen habe, als es die Autonomie noch nicht gegeben hat, sind mir nicht nur die Unterschiede zwischen diesen beiden Modellen, sondern auch die Probleme in der Übergangsphase bekannt. Ich kenne daher die Vor- und Nachteile der Autonomie, wobei meines Erachtens die Vorteile überwiegen. Sollte es in Zukunft zu einer Ausweitung der Autonomie an den pädagogischen Hochschulen kommen, könnte ich meine bisherigen Erfahrungen sowie meine Kenntnisse als Juristin gerade in der ohne Zweifel schwierigen Übergangsphase sehr gut einbringen. Für das Rektorat werden mit einer solchen Umstellung große Herausforderungen verbunden, deren Bewältigung eine zentrale Weichenstellung für die Zukunft der pädagogischen Hochschule Steiermark bedeuten würde. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, mir ist bewusst, dass ich mit meiner neuen Funktion eine sehr große Herausforderung und Verantwortung übernehme. Ich hatte aber das Glück, dass ich die letzten 5 Jahre als Vizerektorin an der Pädagogischen Hochschule Steiermark sehr viel lernen konnte. Ich möchte mich bei der scheidenden Rektorin, Frau Professorin Magistra Doktorin Elgrit Messner, dafür bedanken, dass sie mich immer sehr breit eingebunden und informiert hat, sodass ich sehr viel lernen konnte und heute nicht alles völlig neu für mich ist. Liebe Elgrit, vielen Dank für die sehr gute Zusammenarbeit und für alles, was du für diese Hochschule geleistet hast.
ich ja weiß, dass Elgrit Messner sehr kunst- und kulturaffin ist, was sich an der Hochschule immer sehr positiv niedergeschlagen hat, zum Beispiel in der Gründung der eigenen Hochschulgalerie, gehe ich davon aus, dass Sie auch in Ihrem neuen Lebensabschnitt sehr viel mit Kunst und Kultur zu tun haben wird. Damit sie sich schon besser darauf einlesen kann, bitte, liebe Elgrit, das auf diesem schwer. Sehr, sehr gerne. Ja. Ich hoffe, es gefällt mir. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend noch zwei Gelingensfaktoren ansprechen. Die dargestellte Weiterentwicklung der Pädagogischen Hochschule Steiermark ist nur im Zusammenwirken mit allen Lehrenden, Verwaltungsmitarbeiterinnen und Praxisschullehrerinnen und Lehrern möglich. Und sie wird uns nur als Rektoratsteam gelingen. Mein ganz besonderer Dank gilt daher meinen beiden Vizerektorinnen dafür, dass sie bereit sind, mit mir gemeinsam die Hochschule zu leiten, mich zu unterstützen, ja, und mir ihre große Kompetenz zur Verfügung zu stellen, wie Elgrit gesagt hatte, an der Seite zu stehen. Ohne euch wäre mir angesichts der großen Verantwortung, die ich übernehme, wohl etwas bang zumute. Mit euch fühle ich mich sicher. Gemeinsam. Gemeinsam wird es uns gelingen, unserem gesellschafts- und bildungspolitischen Auftrag gerecht zu werden und eine qualitätsvolle, forschungsgeleitete Aus-, Fort- und Weiterbildung der Pädagoginnen und Pädagogen sicherzustellen, um damit die Bildungszukunft bestmöglich zu gestalten. Vielen Dank. Mit der Antrittsrede von Rektorin Beatrix Kadel neigt sich der Festakt allmählich dem Ende. Ein Festakt mit etlichen Magic Moments. Jetzt wissen Sie alle, nicht nur Musikexperte Minister Polaschek, Magic Moments ist ein Musiktitel, den einstens schon Frank Sinatra interpretiert hat, Perry Como glaube ich auch. Magic Moments ist aber auch einer der Lieblingssongs von Beatrix Kadel. Und die Pädagogische Hochschule hat sich gedacht, das wäre doch fein, Magic Moments Ihnen als musikalisches Geschenk zu überreichen. Aber ehe die Befürchtungen zu groß werden, wir machen es nicht selbst, wir haben uns Unterstützung geholt, und zwar Unterstützung durch den Sänger und Schauspieler Kai Louis Lucke. Begrüßen Sie ihn bitte sehr herzlich mit mir. Magic Moments. Von vorne bitte. Moments when two. Stopp! Bitte von ganz vorne. Ist live. Jetzt. Magic moments when two hearts are caring. Magic moments, memories we've been sharing.
I'll never forget the moment we met, the night of the hayride. The way that we hugged a tragic bomb by taking a sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call, the tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, and I got a chance to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone hop when they're the line for hours and hours. The way where the kiss went better than two and watch us in powers. The penny arcade, the fun that we had, the joy and the prizes. The Halloween hop when everyone came in funny disguises. Magic moments filled with love. Frau Rektorin, Frau Vizerektorin. Viel Glück, toi, toi, toi. Herzlichen Dank, Kai-Luis Lucke. Abschließend möchten auch noch die Vertreter der Gremien der Pädagogischen Hochschule ein Zeichen der Wertschätzung, der wertschätzenden Zusammenarbeit setzen. Und ich bitte folgende Vertreter zu mir. Hoppala. Für den Hochschulrat Dieter Vollmann. Für die Hochschulkommission Thorsten Jartz. Für die Personalvertretung Lehre Johannes Dorfinger. Für die Personalvertretung Verwaltung Josef Ptocek. Für den Arbeitskreis für Gleichstellungsfragen Michael Hemmer. Und für die österreichische Hochschülerschaft Desmond Grossmann. Wir sind damit am Ende dieses Festakts angelangt. Ich darf vielleicht noch die organisatorischen Hinweise wiederholen.
Die Links für die Fotos und für das Video von dieser Veranstaltung finden Sie auf der Website der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Dann sind Sie herzlichst eingeladen, Sie alle, und ich hoffe, Sie kommen auch alle, zum Empfang der Pädagogischen Hochschule im Padea in der Mensa, beziehungsweise Sie haben es schon gesehen, wie Sie gekommen sind, im Festzelt im Campus Hof. Ich darf mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen für Ihr Kommen bedanken. Wir haben das empfunden als Zeichen großer Wertschätzung. Herzlichen Dank, und ich bitte Sie jetzt abschließend für die Bundeshymne und für die Europahymne, dass Sie sich erheben. Dankeschön. Vielleicht noch ein kleiner letzter organisatorischer Hinweis. Am einfachsten wird es sein, wenn Sie sich dann beim Verlassen des Saales einfach dem Auszug anschließen.